Der Erlebnisgarten, die betriebliche Kinderbetreuung der Salzburger AG, verbindet spielerische Natur und Nachhaltigkeit. Dabei steht das Wohlbefinden der Kinder stets im Mittelpunkt. Durch sorgfältige Planung entstand ein Ort, an dem Kinder die Umwelt erkunden und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen lernen. Das Gebäude ist ein vollständiger Holzbau, auch vom Skelett her. Das heißt, es sind naturgerechte Materialien verwendet worden, soweit wie es geht. Am Dach ist eine Photovoltaikanlage installiert worden und die Heizung des Gebäudes funktioniert mit dem hauseigenen Fernwärmeanschluss. Das heißt, einerseits war uns die Verwendung nachhaltiger Materialien wichtig und andererseits muss man auch sagen, von der Platzierung des Gebäudes her haben wir einen bestehenden Bauplatz nutzen können, haben ein ausgedientes Einfamilienhaus entfernt und dafür auf dieser Stelle den Erlebnisgarten platziert, der hier in der Salzburger Innenstadt, kann man sagen, auf einem tollen Grundstück situiert werden können, wo ein großartiger Baumbestand schon da war. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz werden sowohl bei der Bauweise als auch bei der Kinderbetreuung gelebt. Schon von klein auf erfahren die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie wichtig es ist, die Natur zu schützen und sorgsam mit unserer Umwelt umzugehen. Also neben den räumlichen Gegebenheiten, eben wie erwähnt, neben diesem wunderschönen Garten, aber auch neben diesem tollen Holzbau, der wirklich sehr einladend ist, zeichnet uns bestimmt auch einfach diese MINT-Schwerpunktsetzung aus. Wir wollen eben neben der Spürnasenecke nur diverse weitere Aktivitäten und Unternehmungen mit den Kindern machen, die zum Teil auch einen Salzburger AG-Bezug haben, wie beispielsweise Experimente mit unseren Lehrlingen oder auch eine kindergerechte Einführung in die Welt der Robotik. Und ich glaube, das zeichnet uns auch nur mehr aus, weil eben da ein großes Augenmerk auf diesen MINT-Bereich gelegt wird. Das ein oder andere Kind hat hier im Erlebnisgarten schon sein Lieblingsplätzchen gefunden. Egal, ob es der Garten oder die Spürnasenecke ist, überall gibt es etwas zu entdecken und zu erleben. Man sieht und spürt, dass sich die Kinder und aber auch das Personal im Erlebnisgarten rundum wohlfühlen und sich auch bereits in der relativ kurzen Zeit schon sehr gut eingelebt haben. Lieblingsplatz von den Kindern, ich glaube, das variiert von Kind zu Kind. Wir haben ja ein teiloffenes bzw. ein offenes Konzept und das bietet natürlich dann ganz viel Raum und Platz, dass sie die Kinder individuell entwickeln können, entfalten können. Die Kinder können also ihren Interessen nachgehen, Dinge ausprobieren, sich individuell entfalten.